Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen veganen Food Haul von mir. Ich war dieses Mal bei Penny und bei Lidl einkaufen. Bei beiden habe ich nicht sehr viele Sachen benötigt, deswegen dachte ich packe beide in einen Food Haul hinein. Ich hoffe, es passt so für euch. Bei Lidl habe ich nämlich wirklich nur zwei Dinge mitgenommen. Eigentlich wollte ich nur eine Sache ausprobieren und die zweite Sache kam dann einfach mit dazu. So, ich fange jetzt an und zwar zuallererst aber bei Penny eine Neuheit. Genau, es geht um Neuheiten. Ich wollte nämlich ein paar Neuheiten mitnehmen, die ich bei Lidl gesehen habe, was jetzt nur eine Sache ist, und bei Penny. So, und zwar gibt es von Food for Future, habe ich gestern schon gegessen, der Penny-Einkauf ist von vorgestern und gestern Abend hatte ich so Lust darauf. Und die Tüte, oh, die Tüte riecht noch so danach, also wirklich lecker. Von Food for Future gibt es ein veganes Barmi-Goreng in der Tiefkühlabteilung. Ich habe eine Packung mitgenommen. Hinten stand drauf, es reicht für, also es sind 600 Gramm und es reicht für 1,5 Portionen. Das habe ich danach erst gesehen, sonst hätte ich zwei mitgenommen. Wir haben das nämlich auf zwei aufgeteilt. Da hatte dann jeder leider nur so einen kleinen Klecks. Also ich würde empfehlen, eine Tüte pro Person, selbst wenn man nicht sehr viel Hunger hat, ja, müsste eine Tüte schon sein, um einigermaßen satt zu werden. Ja, und ich finde das wirklich sehr, sehr lecker. So sieht das Ganze aus und hier sind wirklich so Soja-Eiweißstücke drinnen, die wie Hühnchen schmecken. Das ist super schnell zubereitet, einfach in die Pfanne geben, einen kleinen Schuss Öl oder auch Wasser könnt ihr machen, verrühren auf niedriger Temperatur, bis das Ganze schön aufgetaut ist und wirklich sehr lecker. Ich hoffe, in 3 Tagen ist nämlich der Wocheneinkauf. Und ja, dann hoffe ich, dass da noch 2, 3 Tüten da sind, damit ich noch 2 Tüten bekomme, weil das schmeckt so original, authentisch nach echtem Barmi-Goreng mit diesen Sojastückchen und allgemein die Würzung im Ganzen. Ja, also müsst ihr einfach probieren, deswegen holt euch diese Packung unbedingt, wenn ihr so asiatisch mögt, Barmi-Goreng. Und ja, dann, also wisst ihr, was ich meine, das ist wirklich so lecker und es duftet, also wirklich hervorragend. So, dann habe ich bei Penny noch Rosmarin getrockneten mitgenommen. Ein Glas Sauerkirschen, hatte ich nämlich letztes Mal schon im Kopf, aber nicht aufgeschrieben, deswegen habe ich es vergessen. Jetzt hatte ich es mir aufgeschrieben. So wie ein Glas Essiggurken, also Gewürzgurken einfach, war nämlich auch keine mehr da. Natürlich durften auch meine Bio-Zitronen nicht fehlen. Dann kommen wir mal kurz zu Lidl. Da hatte ich nämlich nur eine Sache mitgenommen. Ja, ich habe die Kamera neu gestartet, weil es nicht fokussiert hat und ich mal zurückging. Ja, also bei Lidl im Prospekt habe ich eine Sache gesehen, die ich unbedingt ausprobieren wollte, beziehungsweise probieren möchte. Und zwar ist das von der Lidl-Eigenmarke Vemondo. Das sind vegane Pralinen, also eine Pralinen-Selection vegan und noch nicht ausgepackt. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Und zwar sind da 3 verschiedene Sorten dabei. 4-mal Salzkaramell. Also 4-mal Salzkaramell, 5-mal Himbeerschoko und 4-mal Knusper-Nougat-Creme. Und ich freue mich schon sehr auf diese Knusper-Nougat-Creme. Ich liebe Nougat und mit ein bisschen Crunch, noch mit ein bisschen Knusper, ist es wirklich perfekt. Ich zeige euch das mal. Hier oben sind die 3 verschiedenen dabei. Und ja, ich bin wirklich schon sehr gespannt. Also wenn ihr auch noch was für Ostern oder so sucht, also vegane Pralinen. Und die waren sehr, sehr günstig. Ja, ich habe es noch, ich war mir überlegt, ob ich 2 Packungen mitnehme, aber dachte ich mir, wenn mir die doch nicht schmecken, ich kenne sie ja noch nicht. Deswegen, ich probiere heute mal von allen 3 eine Praline und dann sage ich es euch im nächsten Mal, ob ich es gut fand oder nicht. Wobei ich weiß ja nicht, ob es die dann überhaupt noch gibt. Ich hoffe natürlich, dass es die noch gibt. Vielleicht habt ihr die ja auch gekauft. Und ich hoffe, ja, der Bauer stört euch nicht und zwar ist auf dem Feld da drüben fährt ein Bauer rum und deswegen kann es jetzt gleich zu Geräuschen kommen. Ja, ich hoffe, man kann auch was hören. Auf jeden Fall bin ich schon sehr gespannt darauf und ich bin eigentlich nur deswegen zu Lidl gegangen. Ja. Und dann habe ich aber noch bei Lidl, der Einkauf nämlich von gestern, habe ich noch Oregano mitgenommen. Gab es nämlich bei Penny nicht. Und zwar ist es auch von der Lidl-Eigenmarke Kania. Ja, einfach getrockneter, geriebelter Oregano. Eigentlich nehme ich den immer von Ostmann, glaube ich, ist das mit. Wenn mich nicht alles täuscht, falls ich jetzt richtig sage. Aber ja, eigentlich Oregano, egal ob hier oder von wo anders getrocknet wird, der genauso schmecken. Das ist dann noch die zweite Sache gewesen. Aber eigentlich nur wegen dem hier hingegangen. Genauso wie bei dem Nasengoring von Penny. So, dann gehen wir wieder zurück zu Penny. Da habe ich natürlich auch noch von 3 Glocken meine Korkzieher mitgenommen. Dann gesalzene und geröstete Pistazien.
bisschen, so wie eine Flasche, ja, Bio-Olivenöl. Außerdem auf Vorrat, weil es bald leer ist, wieder Salz, also Jodsalz einfach. Es geht weiter mit Cocktail-Rispentomaten. Eigentlich nehme ich immer diese kleinen Roma-Cherry-Tomaten mit. Dieses Mal habe ich diese, ja, mittelgroßen mitgenommen, da ich die für einen Salat verwenden möchte. Da finde ich diese großen zum Kleinschneiden dann ein bisschen besser. Zwei Bio-Salatgurken. Da pflege ich gerne mal meinen aktuell liebsten Salat. Und zwar ist das ein chinesischer asiatischer Glasnudelsalat, wo man auch eine ganze Gurke benötigt. Und ja, den habe ich jetzt schon in den letzten 3-4 Wochen 3-mal zubereitet, als es so ein bisschen wärmer war. Der ist super erfrischend, sättigend auch noch und geht super fix. Schaut unbedingt unten mal vorbei und probiert den aus. Weiße Zwiebel mussten auch wieder mit. So wie Bio-Champignons, also braune Bio-Champignons. Da habe ich heute schon, ja, einen Teil davon benötigt zum Mittagessen. Und da pflege ich euch auch gerne mal alles mögliche an Champignon-Rezepten. Habe ich ja auch schon sehr viel abgedreht. Findet ihr alles unten. Ja, dann habe ich ein Fettprodukt, also Fleischersatzprodukt mitgenommen von Rügenwalder Mühle. Wieder diese Mühlen-Nuggets. Wenn es mal schnell gehen muss, brate ich die einfach in der Pfanne an, auf dem Salat oder in einen Wrap hinein. Mit allen möglichen auch sehr gut. Außerdem von Food for Future wieder diese, ja, Frischcreme, diese, ja, Frischkräutercreme, wir nennen es Frischkäse mit Gartenkräuter, sehr lecker. Da gibt es auch Tomate, Basilikum, Gurke, Knoblauch und Natur. Natur kann ich jetzt auch sagen, ist sehr gut. Einfach ein bisschen würzen oder frische Kräuter dazugeben, wirklich sehr lecker. Das ist mein allerliebster veganer Frischkäse. Und zu guter Letzt einfach, ja, veganen Blätterteig. Da pflege ich gerne auch unten vegane Apfeltaschen, Kirschtaschen, Nussstangen, Mohnstangen. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles abgedreht habe, findet ihr auch unten. Und das waren jetzt auch alle Produkte. Ich wollte euch das jetzt schnell noch zeigen. Gleich gibt es nämlich Mittagessen. Und ja, waren jetzt nicht gerade viele Sachen. Ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Eigentlich bin ich nur wegen den Neuheiten hingegangen, die 2-3 Sachen, die ich mitnehmen wollte. Und ja, dann kommt in ein paar Tagen auch schon wieder der normale Wocheneinkauf. Ich würde mich selber ein Abo freuen, wenn ihr uns da lässt. Und ja, ich hoffe, ihr folgt mir auch auf Instagram. Jetzt ging kurz vor knapp noch die Kamera aus und der Bauerfeld ist auch gerade drüben. Ja, den Link zu meinem Instagram-Account findet ihr unten in der Infobox. Schaut da auch sehr gerne vorbei. Falls ihr Fragen habt zu irgendwelchen Kochrezepten von mir, ja, könnt ihr mir das sehr gerne jederzeit schreiben. Dann sehe ich das auch als Nachricht und beantworte da eure Fragen sehr, sehr gerne. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.